fertig mit der Challenge. Und ich hatte gleich Pech. Ich habe nur eine Packung Kaugummi bekommen. Und ich habe noch viel mehr. Ich habe auch viel. Alex, da hast du wirklich Pech gehabt. Aber du kannst deinen Kaugummi als Erster essen? Zumindest habe ich etwas Schönes. Ich mag Hubba Bubba, besonders den Bubblegum-Geschmack. Hey, was machst du? Awesome! Come on! Du bekommst den Kaugummi und ich muss den Müll aufsammeln. Nimm das. Aua. Komm schon, fluche nicht. Schaue die Blase an, die ich gleich aufblase. Awesome! Wusstest du, dass du mit einer Blase spielen kannst? Aber man muss schon ein echter Meister sein, um das zu schaffen. Wow, das ist wirklich cool. Alex, du machst das toll. Hey. Okay. Aber jetzt bin ich an der Reihe, Kaugummi zu kauen. Zuerst entferne ich die Verpackungen. Ich kenne sogar einen Trick, der mir wirklich helfen kann. Wow, cool! Und jetzt ist es die Zeit, sie zu essen. Lippenabsaugung aktiviert. Oh, wow! Jetzt seht ihr, was eine wirklich große Blase ist. Ich kann nicht zulassen, dass sie eine Blase aufbläst, die größer als meine ist. Oh, no! Was hast du getan? Mein Gott, du hast nicht nur meine Blase zum Platzen gebracht, sondern auch meine Augenbrauen verschwinden lassen. Wie werde ich weiterleben? Du klebst sie wieder an. Okay, ich bin nur ein bisschen in Panik. Alles gut. Mila, dann bist du dran. Endlich! Um die Verpackungen loszuwerden, habe ich eine spezielle Maschine vorbereitet. Awesome! Sehr praktisch. Und jetzt kann ich einzeln essen. Seid ihr bereit, eine wirklich große Blase zu sehen? Dann los geht's! Mila, hör auf, es ist zu groß! Was sollen wir jetzt tun? Wie kann man sie auf den Boden zurückholen? Ich habe eine Idee. Wir müssen die Blase mit einer Schleuder zum Platzen bringen. Alex, schieß. Warum ich? Denn sonst fliegt Mila ins All. Beeile dich. Rum, ich muss alles selbst machen. Vita, gute Arbeit. Du hast getroffen. Ich dachte schon, ich müsste mich mit den Vögeln anfreunden. Ich bin wirklich froh, euch zu sehen. Oh no! Na bitte, ich habe nur einen Granatapfel. Und ich habe 10. Es gibt nicht mehr als bei mir. Naja, sieh dir meinen Stapel an. Mein schmeckt besser. Mila, du isst zuerst. Okay. Juhu! Ich mag Granatapfel sehr gerne. Schaut nur euch an, wie appetitlich die Kerne darin aussehen. Sie sind allerdings nicht sehr bequem zu essen. Aber ich habe immer eine Pinzette für diese kleinen Leckerbissen dabei. Lecker, praktisch und man muss sich nicht die Hände schmutzig machen. Es ist besser, wenn ich die Kerne auf einen Teller lege und sie dann alle auf einmal esse. Ja, so schmeckt das viel besser. Genau 100 Kerne. Das ist wirklich cool. Das bedeutet, dass es 100-mal besser schmecken wird als vorher. Auch wenn ich nur einen Granatapfel gegessen habe, bin ich sehr zufrieden. Alex, du bist dran. Okay. Ich soll zuerst an das Leckerste herankommen. Einen Granatapfel zu schneiden ist zu einfach. Aber ihn aufzureißen... Wie furchtbar. Alex sieht jetzt wie ein Verrückter aus. Ein Verrückter zu sein ist nicht schmackhaft, aber einen Granatapfel zu essen ist unglaublich. Alex hat nicht alle Tassen im Schrank. Das ist nicht so. Ich esse nur einen leckeren Granatapfel, das ist alles. Vita, eigentlich kannst du auch schon anfangen. Wirklich, es ist an der Zeit, dass ich meinen Haufen auch esse. Mila, ich brauche ein Messer. Hier, bitte. Awesome! Einfach Granatäpfel zu essen ist langweilig, aber aus ihnen leckeren Saft zu machen macht mehr als nur Spaß. Seht mal, ich habe eine Saftpresse. Wow, was für eine große Maschine!
Ein großer Erntesafter plus eine Menge Granatäpfel ergibt eine Menge köstlichen Granatapfelsaft. Seht ihn euch an. Er fleht mich geradezu an, ihn zu trinken. Ha, hat es gut geschmeckt? Sehr gut. Wieder, du hast jetzt Saft sogar auf dem Gesicht. Das ist kein Problem, ich kann ihn leicht und einfach loswerden. Na bitte, ich habe nur eine Dose Cola. Ich habe noch mehr. Schaut, wie viele Cola Smilla hat. Ja, ja, seht mal, ich habe einen ganzen Turm von Cola-Dosen. Aber ich trinke trotzdem zuerst. Wenigstens habe ich in mancher Hinsicht Glück. Cola schmeckt immer gut. Es bringt auch danach den Magen immer zum Reden. Ich habe eine tolle Idee, wie ich alle meine Dosen Cola auf einmal trinken kann. Ich öffne sie und dann brauche ich einen speziellen Strohhalm, den ich vor einiger Zeit gemacht habe. Das ist eine gute Idee. Cola ist eben doch so gut. Aua, als würde jemand drinnen darum betteln, nach draußen zu gehen. Das ist ein mächtiges Gebrüll. Was hast du gedacht? Ich bin schließlich ein Junge. Und ich mag Pepsi lieber. Und ich habe eine Dose bekommen. Wie cool. Wozu? Es wird alles fallen. Na und? Lass es fallen. Wenigstens muss ich jetzt nicht mehr nach dem Gipfel greifen. Ich wette, ich kann alle Dosen Cola auf einmal trinken. Komm schon, wir glauben an dir. Hey, wirf nur nicht Müll nach uns. Ganz genau, das sind Dosen. Es tut weh. Entschuldigung, ich kann einfach nicht aufhören. Mila, was ist mit dir passiert? Hast du deinen Bauch gesehen? Ja, es sind nur die Gase. Ah, rettet sich, wer kann. Dies ist ein Notfall. Oh Gott. Oh, Mila, keine Cola mehr. Ja, ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr trinken. Wow, ein Fix. Das ist voll wenig. Aber wenigstens besser als gar nichts. Sieht so aus, als wäre jemand richtig hungrig. Aua, sei doch vorsichtig. Du hast mir direkt auf die Stirn getroffen. Ich werde es wieder tun, wenn du mir in die Quere kommst. Bingo. Oh, ich habe mir was einfallen lassen. Pass mal auf. Ich habe Angst. Leg die Säge weg. Entspann dich. Ich will doch nur meinen Fix schneiden. Vorsicht, die Krümel fliegen in unsere Richtung. Das war's. Ich bin fast fertig. Jetzt noch ein letzter Schnitt. Und nun kann ich meinen Schokoriegel genießen. Du hast uns schmutzig gemacht. Sieh dir das an. Oh, tut mir leid. Das war aus Versehen. Hauptsache, alles hat geklappt. Hm, als hätte ich viel mehr Schokolade bekommen. Jedes Stück ist lecker. Super. Zu schade, dass mein Trick schon alle ist. Okay, jetzt bin ich also dran. Weg mit den Verpackungen. So ist besser. Das hast du ja toll gemacht. Dankeschön. Und jetzt kann ich gleich alles auf einmal aufessen. Ich liebe es. Gut, dass ich noch mehr Riegel habe. Bingo. Ach so, ich habe eine Idee. Was willst du mit der Milch? Aua, mein Kopf. Wieso wirfst du die ganze Zeit Dinge nach mir? Sorry, aber ich mache mir gerade eine Schokomilch. Ich glaube, es hat funktioniert. Ich bin mir sicher, dass mit der Schokomilch meine Twix noch besser schmecken werden. Och, was für eine tolle Kombination. Ich würde auch gerne was probieren. Ein anderes Mal. Jetzt bin ich dran. Ich weiß auch schon, was man mit so viel Schokolade machen kann. Ich fange damit an, alle Verpackungen wegzupusten. Wow, wie hast du denn das gemacht? Fantastisch. Und jetzt beginnen wir den Bau meiner Festung. Ich brauche einen Spachtel,
Und natürlich süße Nutella. Ich liebe es. Riecht super. Ich schmier die Nutella auf die Twix und baue daraus einen Turm. Seht ihr, die Nutella hält alles zusammen. Ich bin fast fertig. Fantastisch. Was für ein hoher Turm. Lass uns was davon probieren. Wieso wackelt mein Turm? Was macht ihr denn da? Der Turm wird doch umfallen. Das reicht. Bitte. Oh nein. Ups, das hätten wir wohl nicht tun sollen. Na wartet, ihr könnt noch was erleben. Tut mir leid, wir konnten uns nicht zurückhalten. Gut, dass ich einen Helm getragen habe. Wow, das sind ja Glotzer. Ich würde von meiner Portion nicht im Plural sprechen. Du hast nur ein Auge. Du hast die kleinste Portion bekommen. Na warte, hör auf, mich auszulachen. Ich habe doch nur Spaß gemacht. Na warte, ich werde mich noch rächen. Mal sehen, wie dir mein Streich gefallen wird. Sieht ganz schön gruselig aus, nicht wahr? Hilf mir! Was ist denn hier passiert? Wo kommt das Auge her? Was für ein Halbtraum! Macht voll Angst, nicht wahr? Wieso habt ihr mit dem Auge nach mir geworfen? Ups. Ich glaube, mein Streich ist außer Kontrolle geraten. Ich ersticke, ich kann nicht atmen. Es wird Zeit für ein Frühstück. Ich liebe diese Schokokugeln. Ach du meine Güte, ein Auge! Gut, dass das nur ein Scherz war. Ich bin schon fast ausgeflippt. Das Auge ist übrigens richtig köstlich. So schade, dass ich nichts mehr habe. Dann bin ich jetzt dran. Ich hoffe, die Dinger werden mir auch gefallen. Oh ja, das ist köstlich. Ich liebe Fruchtgummi. Hey, Finger weg. Das ist meine Portion. Alle 100 Augen gehören mir. Die sind so schön weich und süß. Super. Genau so mag ich sie. Gib uns vielleicht was ab. Du hast so viel. Gib uns bitte ein einziges Auge. Tut mir leid, aber ich habe nichts mehr. Zu spät. Ich fühle mich irgendwie komisch. Oh, was ist denn hier los? Was ist mit meinem Gesicht passiert? Sieht aus, als hättest du zu viel Augen gegessen. Nur ein Chipsstück? Schaut mal, habt ihr jemals 100 Packungen Chips gesehen? Ha, da hat aber jemand Pech gehabt. Das ist sicher. Ich kann das Ding nicht mal heben. Was hat sie vor? Ich brauche ein Vergrößerungsglas. So kann ich das Ding endlich essen. Ich hab's geschafft, das Ding hochzubekommen. Ich werde versuchen, den Genuss in die Länge zu ziehen. Das war's wohl. Das war zu schnell. Das heißt, jetzt bin ich dran. Oh Mann, was für ein guter Deckel. Ich krieg ihn kaum ab. Na komm schon. Sieht aus, als würde jemand hungrig bleiben. Niemals. Ich werde das Ding noch öffnen. Schaut, ich hab's geschafft. Wieso hast du das Ding hochgeworfen? Das werde ich euch gleich zeigen. Oh, voll cool. Das verdient Respekt. Natürlich tut es das. Ich bin ein Meister im Chips essen. Oh, mein Kopf. Ah, was für Sternchen. Ich glaube, die muss noch ein bisschen trainieren. Okay, das heißt, jetzt bin ich dran. Wir sind doch beste Freunde. Kannst du mir was geben? Aua! Jetzt hör auf, die Dinger nach mir zu werfen. Tut mir leid, ich kann dich nicht hören. Ich glaube, ich lege mich noch mal hin. Das ist so gut. Ich krieg einfach nicht genug davon. Vorsicht, du hättest mich fast geschlagen. Das war's. So kann das nicht weitergehen. Au, das tut weh. Mann, ich habe richtig Glück gehabt. Sie keine voreiligen Schlüsse. Geschieht ihr zurecht. Sie hat das bekommen, was sie verdient hat. Brokkoli, soll das euer Ernst sein? Und ich habe nur einen Kern oder einen Samen. Was soll ich damit machen? Keine Ahnung, ich probiere es einfach. Ich kann das Ding ja nicht kauen. Was hast du vor?
Ich denke, ich muss den Samen pflanzen. Auf uns mit Erde voll zu werfen. Schluss damit. Ich muss ein tiefes Loch graben. Wegen dir sind wir voller Erde. So, genau wie mein Samen. Ich bezweifle, dass daraus was wird. Das werden wir noch herausfinden. Und du kannst so lange dein Brokkoli essen. Ja, das riecht voll eklig. Ich hasse Gemüse. Das ist voll ungenießbar. Gut, dass ich die kleinste Portion bekommen habe. Ach, ich muss dringend was trinken. Gut, dass ich eine Cola habe. Ich fühle mich gleich viel besser. Oh, gib das mal her. Ich muss meine Pflanze gießen. Die braucht Feuchtigkeit. Na, hat's dir geholfen? Oh, meine Pflanze fängt an zu sprießen. Niemals. Super. Jetzt musst du das Ding aber probieren. Guten Appetit. Oh, Mann. Ich wusste gar nicht, dass das so enden würde. Besser hätte ich gar nichts erst angebaut. Ich mag keinen Brokkoli. Außerdem bist du jetzt voller Erde. Ich hab's geschafft, jetzt bist du dran. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Schaut mal, da ist ein Vogel. Ah, die haben mir tatsächlich geglaubt. Die sind so leicht zu täuschen. Weg mit diesem Brokkoli. Mia, du wolltest mich wohl austricksen? Niemals. Ich fange die Dinger auf. Das war's, ich bin fast fertig. Nur noch ein kleiner Bissen. Und wie sieht's mit dem Rest aus? Den habe ich extra für dich aufgesammelt. Oh Mann, mein Plan ist gescheitert. Na los, lass dich nicht ablenken. Skittles, voll super. Jemand hat die kleinste Portion bekommen. Das klingt traurig, aber ich habe nur ein Bonbon. Verliererin! Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ich weiß, was zu tun ist. Wozu brauchst du ein Handy? Das werdet ihr gleich sehen. Ich muss mein Bonbon ein bisschen vergrößern. Wow, ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Ich habe immer noch ein Bonbon, aber das ist um einiges größer. Wow, so ein Bonbon hätte ich auch gerne. So, jetzt bist du dran. Los geht's. Ich habe auch einen tollen Plan. Ich werde die Dinger mit dem Mund auffangen. Völlig daneben. Macht nichts. Mach dir nichts draus. Ich habe mir was Besseres ausgedacht. Hey, hör sofort damit auf. Das sind meine Süßigkeiten. Ich werde die selber essen. Mit welcher Farbe soll ich anfangen? Oh, es gibt so viele. Mit der hier? Oder lieber mit der hier? Ich weiß, was zu tun ist. Was zum Teufel ist das denn? Noch verstehe ich's nicht, aber die hat eindeutig was vor. Das ist so eine Art Lotterie. Die wird mir sagen, mit welcher Farbe ich anfangen soll. Und was bedeutet das orange Bonbon? Nur eine Sache. Ich weiß, was ich wählen soll. Die orangenen Skittles. Na, schmecken sie dir? Oh, total. Und mir ist egal, in welcher Reihenfolge ich die Dinger esse. Kann ich auch an der Lotterie teilnehmen? Mal sehen, was da drin ist. Wow, du hast die Glückskugel gezogen. Ich habe so lange von so einem großen Bonbon geträumt und endlich ist mein Traum wahr geworden. Schaut mal, da sind noch mehr Skittles drin. Kannst du uns was abgeben? Okay. Bitte, bitte. Aber sicher doch. Schließlich sind wir ja Freunde. Dankeschön. Lecker Schmecker. Nun, ich habe nur einen Lollipop. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich habe mehr Glück. Großartig. Alex, sieh dir nur meinen Anteil an. Im Vergleich dazu verblasst deiner. Wow, ich kann es nicht glauben. Ich habe noch nie so viele Lollipops gesehen. Fangen wir klein an. Okay. Nun, ich bin nicht dagegen. Ich muss nur die Verpackung abnehmen. Du schaffst bis jetzt nicht gut. Ich gebe nicht auf. Hör auf zu lachen. Oh nein, ich habe meinen Lutscher zerbrochen. Ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt möglich ist.
Das Wichtigste ist, dass das Karamell intakt ist. Mehr brauche ich nicht. Wie lecker. Das ist super. Wow, wie schnell du fertig geworden bist. Jetzt ist Alex dran. Fantastisch. Es ist Zeit für mich, mich zu erfrischen. Schaut, wie einfach ich die Packung abnehmen kann. Wow, ich kann was von dir lernen. Hört auf, kleinlich zu sein. Es ist an der Zeit, groß zu spielen. Ich möchte sie alle auf einmal essen. Was hast du vor, Alex? Hab keine Angst. Ich will einfach nur mein Karamell zerdrücken. Schau, es funktioniert. Es ist nicht mehr viel übrig. Oh, großartig. Wie stark bin ich. Es reicht, Alex. Wir haben Angst. Das war's. Ich bin fertig. Jetzt müssen wir den Karamell in die Schüssel gießen. Wow, das ist eine ganze Menge. Du hattest eine wirklich coole Idee. So, ich brauche einen ganzen Lutscher. Ich habe ihn nicht umsonst liegen lassen. Jetzt kann man sie in zerstoßenes Karamell tauchen und essen. Sehr praktisch. Schade, dass es so schnell ausgegangen ist. Dann muss ich mir die Krümel eben in den Mund stecken. Nun, das ist auch nicht schlecht. Viel lecker. Ich will nicht aufhören. Du hast die Hälfte davon über deinen Mund geschüttet. Mila, jetzt bist du dran. Ich brauche einen Staubsauger. Schalt ihn schnell ab. Ups, Entschuldigung. Ich habe es versehentlich in eure Richtung gelenkt. Ich brauche ihn, um die Verpackungen zu entfernen. Eine tolle Idee. Ich mag es auch. Jetzt kann ich ohne Hindernisse Lutscher essen. Wie passt das alles in deinen Mund? Unglaublich. Ich fürchte, dass wir ein böses Ende nehmen. Why? Es sieht aus, als hättest du recht gehabt, Alex. Die Lutscher stecken fest. Ich kann nichts tun. In Ordnung, wir helfen dir. Halte dich fest. Vorsicht, es tut mir weh. Oh, was ist das denn? Das ist der Kiefer von Mila. Was für ein Albtraum. Schon gut, ich habe es schon wieder eingebaut. Was ist das? Ich kann es nicht einmal sehen. Es sieht aus wie Maiskorn. Du hast wahrscheinlich recht. Ich habe ein paar davon. Sie haben überhaupt keinen Geruch. Ihr versteht es immer noch nicht, oder? Diese Kerne werden für die Herstellung von Popcorn verwendet. Aber ich weiß nicht wie. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Ich habe eine Idee. Was wird, wenn wir es einfach knacken? Es funktioniert nicht. Es ist zu schwierig. Darüber müssen wir noch einmal nachdenken. Ein Haarglätter kann mir helfen. Ich glaube, es ist stark genug, um Popcorn zu kochen. Wie läuft es bei dir? Ich glaube, das dauert zu lange. Alex, lass uns spielen oder schlafen. Julia hat recht. Es ist zu lang. Wow, es hat also doch funktioniert. Oh, großartig. Leute, seht mal, wie süß das ist. Bravo, wir haben an dich geglaubt. Ich hoffe, ich habe nicht vergeblich gewartet. Oh ja, es ist sehr lecker. Jetzt du, Alex. Ich brauche etwas Ernsthafteres als deine Haarglätter, um meine Portion herzustellen. Ich denke, ein ganzes Bügeleisen reicht aus. Ich bin mir nicht sicher, ob das klappt. Dein Weg befahl uns auch zu zweifeln. Wow, ich habe es geschafft. Das war sehr schnell. Ja, du hast uns angenehm überrascht. Ich habe mir die Hand verbrannt. Es ist so heiß. Manchmal kannst du so ein Tollpatsch sein. Ich hoffe, Popcorn lenkt mich von meinen Problemen ab. Fantastisch. Es ist wirklich lecker geworden. Wie soll ich eine so große Menge herstellen? Ich habe eine Idee. Wow, was ist das denn? Eine Popcornmaschine. Du hast wirklich noch nie einen gesehen? Ich erkläre euch, wie ich sie verwenden kann. Zuerst legt man einfach die Kerne hinein. Wow! Das ist genug für den Moment. Seht mal, es funktioniert. Mein Popcorn ist fertig. Das ist unglaublich. Ein wahres Wunderwerk der Technik. Ich denke, wir können mehr Körner hinzufügen. Die Portion ist zu klein geworden. Das ist eine andere Sache. So gefällt es mir viel besser. Super. Wir haben überall Popcorn auf dem Tisch. Es sind noch einige Kerne übrig. Ich benutze sie alle. Ich glaube, deine Maschine ist außer Kontrolle geraten. Das ist sogar besser. Ist das ein echter Krebs? Er sieht beängstigend aus. Ich habe sogar Angst, ihn anzufassen. Brr, furchtbar. Wenigstens hast du nur einen Krebs. Sieh dir meinen Teller an. Ich glaube aber nicht, dass wir Angst haben müssen. Diese Krebse sind überhaupt nicht gefährlich. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich mit dieser riesigen Menge fertig werden soll. Ich würde lieber Mila den Anfang machen lassen.
Vielen Dank, Alex. Du bist ein echter Freund. Es scheint nicht so unangenehm zu sein, wie ich dachte. Wirklich? Oh ja, ich mag sogar den Geschmack davon. Ich bin bereit, Flusskrebse im Ganzen zu essen. Lecker. Ich hatte nicht erwartet, es zu mögen. Ehrlich gesagt bin ich auch ein wenig überrascht. Ja, es war köstlich. Mila, nach so einer Mahlzeit solltest du dir die Zähne putzen. Ups, das war peinlich. Mach dir nicht draus, so etwas passiert. Ich hoffe, ich kann auch mit meiner Portion umgehen, genau wie du. Okay, fange ich klein an. Ich versuche wenigstens einen Bissen zu nehmen. Seltsam, ich habe bemerkt, als ob der Krebs würde sich bewegen. Ich nehme besser einen anderen. Es ist gut, dass ich eine große Auswahl habe. Aber zuerst werde ich all das überflüssige Zeug los. Juli, ich erkenne dich nicht wieder. Was machst du denn da? Das ist gar nichts. Ich musste nur die Flusskrebse säubern. Das ist keine Rechtfertigung. Schau, was du mit uns getan hast. Tut mir leid, Leute, das wollte ich nicht. Okay, versuche es schon. Mila hatte recht. Es ist wirklich köstlich. Wow. Schade, dass ich nicht die größte Portion bekommen habe. Ich hätte es gerne gegessen. Ich habe wieder großen Appetit. Fantastisch. Leider, Mila, haben du und ich nichts mehr. Jetzt ist Alex an der Reihe. Du bist ein großes Vorbild für mich. Jetzt bin ich bereit, es auch zu versuchen. Großartig. Wirklich köstlich. Können wir etwas von dir bekommen? Nein, ihr habt eure schon gegessen. Dann gib uns wenigstens einen Flusskrebs pro Person. Jetzt reicht es aber, ich habe Nein gesagt. Das soll mich nicht davon abhalten, es zu genießen. Lecker. Wir sind wirklich hungrig. Wir bitten sich, uns eine Freude zu machen. Ich denke, es reicht völlig aus. Sehr lustig, ein Gieriger. Wir werden uns das für dich merken. Komm schon, sei nicht sauer, ich habe nur Spaß gemacht. Oh nein, hier drin ist ein lebender Krebs. Mami, ich habe Angst. Baby, wie bist du hier reingekommen? Hey, bist du okay? Hilfe, er hat mir in den Finger gebissen. Tu etwas. Wirf ihn nicht nach mir. Wie schmerzhaft. Das Leben hat dir eine gute Lektion erteilt. Warum habe ich nur eine Pizza? Weil ich die alle anderen habe. Nein, ich habe alle Pizzen. Seht euch an diesen Turm an. Oh mein Gott, du hast eine riesige Pizzastange. Und ich habe nur eine. Das ist nicht fair. Hör auf zu jammern. Fang lieber schnell an zu essen. Ich hoffe, meine Pizza ist wenigstens die leckerste. Sie sieht auf jeden Fall leckerer aus als die anderen. Lecker. Und das ist eine Menge Käse. Ich mag Käse. Hey, ich bin keine Mülltüte, in die man Reste werfen kann, oder? Weißt du? Nimm das. Hey, warum kämpfst du? Ich habe es nicht mit Absicht getan. Ich möchte auch meine Pizzen essen. Allein ihr Anblick lässt mich sabbern. Ich habe einen Weg gefunden, schneller und bequemer zu essen, ohne mir die Hände schmutzig zu machen. Wow. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass jemand so etwas kann. Wie macht sie das? Die Pizzen sind gut. Da kann ich noch was drauflegen. Oh, was ist mit mir passiert? Ich glaube, du kommst mit den Pizzen nicht mehr zurecht. Aber wir könnten welche gebrauchen. Sehr lecker. Ich muss sofort zu meinem normalen Zustand zurückkehren. Puh, wo sind meine Pizzen? Wer hat sie gestohlen? Und wirklich, wer hat das gewagt? Ihr Diebe, wie waren sie es? Ich schäme mich überhaupt nicht, denn ich denke nur daran, meine Stapel Pizzen zu essen. Also gut, meine appetitlichsten Pizzen. Es ist Zeit, euch zu verschlingen. Vielleicht sollten wir sie nicht von unten essen? Komm schon, was kann da passieren? Aua! Das, wir haben es dir gesagt. Ja, es war ein echter Pizzafall.
Oh no! Warum werde ich auf diese Weise bestraft? Ich hasse Knoblauch. What? Wer mag den schon? Ihr habt einfach Pech, denn ich habe nur einen Knoblauch. Come on! Okay. Warum lachst du? Es stellt sich heraus, dass du die Erste sein wirst, die ihn isst. Einfach, ich bin kein Feigling, also werde ich schnell mit ihm fertig, solange ich nicht kotzen muss. Ich glaube, ich habe meine Kraft überschätzt. Ich kann dieses Zeug nicht essen. Ich habe genug. Was nun? Du musst den Knoblauch ganz aufessen. Ich habe sogar ein besonderes Geschenk für dich. Eine Knoblauchspresse. Man kann den ganzen Knoblauch hineinstecken und in den Mund pressen. Ich will nicht. Das war keine Frage. Mach den Mund auf. So eklig. Jetzt ist es wie eine Katze in meinem Mund. Ihr habt verstanden. Oh, sogar ich kann es riechen. Was für ein Gestank. Es ist furchtbar. Gut, dass ich für solche Situationen immer Kaugummi dabei habe. Danke dir vielmals. Du brauchst nicht zu schüffeln und ich muss nicht leiden. Alex, du bist mit Knoblauch dran. Warum sollte ich ihn essen? Sieh mal, was für eine coole Halskette man daraus machen könnte. Hör auf, herumzualbern. Du musst ihn trotzdem essen. Okay, aber zuerst muss ich alles, was nicht nötig ist, loswerden. Ich habe eine riesige Vase dafür. Ein bisschen schütteln. Jetzt sind nur die Knoblauchzähne geblieben, damit ich sie essen kann. Oh Mann, das ist das Ekelhafteste, was ich je in meinem Leben gekostet habe. Und ich habe verstanden, wie sehr mein Atem gestunken hat. Eine einfache Wäscheklammer kann immer von jedem Geruch schützen. Und als ob das nicht schon genug wäre, muss man auch noch überall Lüftefrische verspüren. Oh nein, das hilft nicht. Wir müssen die Quelle des Gestanks neutralisieren. Es hat geklappt, aber versuch das nicht zu Hause machen, denn Lüftefrische ist sehr gefährlich. Aber ich rieche nichts in meinem Atem. Super. Julie, auf wen wartest du? Iss deinen Knoblauch schneller. Ich habe es gehasst, seit ich ein Kind war. Wenn ihr seht, wie mein Gesicht grün wird, helft mir. Bitte. Das ist ekelhaft. Sehr eklig. Warum beeilst du dich so? Ja, du hast genug Zeit. Damit kann ich den Knoblauch schneller loswerden. Wow, das ist mutig. Und was für ein Tempo. Julie, du machst das toll. Stop the press. You. Noch ein bisschen geblieben. Wow. Unglaublich. Alles, kein Knoblauch mehr. Igitt, nicht einmal ich habe so gestunken. Jule, es tut mir leid, aber wir müssen sich isolieren. Oder wir werden alle ohnmächtig von diesem Gestank. Wofür? Hat geklappt. Endlich stinkt das Zimmer nicht mehr. Und ich fühle mich so viel besser. Hurra! Mann, kein Glück mit dem Tic-Tac. Ich bin der Glückpilz. Ich habe eine ganze Packung. Sieh mal, wer wirklich Glück hat. Ja, ich soll auch eines Tages einen Haufen Leckereien bekommen. Mia, du hast die wenigsten Süßigkeiten, also kannst du anfangen. Ich glaube, ich kann ein Tic-Tac essen. Es ist köstlich, aber furchtbar wenig. Alex, du bist dran. Endlich. Gleich esse ich alles auf. Was ist hier los? Warum kommt nichts raus? Alex hat keine Süßigkeiten mehr. Nein. Es gibt nichts mehr. Jetzt ist es alles auf dem ganzen Tisch. Aber ich glaube, ich kann ihn schnell mit einem Strohhalm sammeln. Fertig. Julie, du bist die Einzige, die noch nicht gegessen hat. Ich habe nicht nur eine große Packung Süßigkeiten, sondern einen ganzen Haufen normaler Packungen. Es ist genug für alle. Nein, nein, ich mag Tic-Tacs. Also werde ich schnell ein paar Dutzend Packungen essen. Mann, du hast nicht einmal mit uns geteilt. Das ist in Ordnung. Ich weiß, wie man eine Packung stellen kann.
Tada! Und die Süßigkeiten sind unsere? Sofort anhalten! Schämt ihr euch nicht zu stellen? Es gibt keine Beweise, du kannst nichts beweisen. Jetzt werde ich euch eine kurze Lektion erteilen. Julies Rache wird schrecklich sein. Hände hoch! Nehmt das! Wie ist das? Damit er weiß, wie meine Leckereien zu klauen. Milo, das sind eine ganze Menge Süßigkeiten. Beeile dich und fange sie. Richtig. Sehr lecker. Was? Ich habe keine Tic-Tacs mehr. Ich habe alles für Patronen ausgegeben. Aber du hast mit deinen Freunden... Wow, Chips! Das ist eine wunderbare Nachricht. Aber wieso hat jeder nur eine Dose? Ich weiß es nicht, aber wir werden es gleich herausfinden. Na, was ist da, Phoebe? Keine Ahnung. Ah, nur ein Chipsstück. Daran ist nichts Lustiges. Die Dose ist leer. Zumindest kann ich das hier noch aufessen. Das war mein kleiner Snack. Es kann weitergehen. Mal sehen, was ich da drin habe. Ich hoffe, ich habe eine größere Portion. Mann, die Dose hat ja gar keinen Boden. Ah, da sind ja meine Chips. Da müssen mindestens 10 Stück sein. Herzlichen Glückwunsch. Was ist denn mit dir los? Die Dinger sind ganz schön würzig. Ah, ich muss doch nicht niesen. Jetzt ist gut. Jetzt kann ich was probieren. Oh nein, nicht schon wieder. Du hast alle Chips weggeniest. Verdammt nochmal. Mia, jetzt bist du dran. Ich weiß, wie man mit Essen umgeht. Wow, so viele Chips. Unglaublich. Das müssen ja sicher 100 Stück sein. Kann ich auch mal was probieren? Natürlich nicht. Lass die Finger von meinem Essen. Ich schaffe das auch ohne deine Hilfe. Unglaublich, wie hat sie das geschafft? Ich schaffe auch noch viel, viel mehr. Oh Mann, da ist ja jemand am Ersticken. Es wird Zeit, Mia zu retten. Moment mal, ich habe da was für dich. Bitte sehr. Oh, vielen Dank, Danny. Du bist ein wahrer Freund. Was ist mit der Cola los? Warum spritzt die in alle Richtungen? Oh nein, jetzt bin ich nass. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Was für ein Haufen KitKat. Ich würde nicht sagen, dass das viel ist, aber gut genug. Ah, Phoebe, Verliererin. Ich bin mir sicher, mein Schokoriegel wird der leckerste sein. Hey, was machst du denn da? So viel Schokolade. Großartig. Und die Waffeln liebe ich auch noch. Hey, du krümelst uns voll. Tut mir leid, das war aus Versehen. Na, warte. Wie auch immer, lass uns einfach weitermachen. Okay. Okay, das heißt, ich bin jetzt dran. Wow, du bist ja voll schnell die Verpackung losgeworden. Tja, die habe ich einfach nicht mehr gebraucht. Ich will nur die Schokolade haben. Okay, Messer und Gabel werden mir auch nicht weiterhelfen. Ich liebe den Geschmack. Unglaublich. Ich bin gar nicht zu stoppen. Das sind die besten Schokoriegel überhaupt. Wo sind deine Tischmanieren, Mia? Du siehst ja wie ein Biest aus. Oh je, nimm das zurück. Und fass mich bloß nicht an. Sei vorsichtig, Danny. Sonst werde ich dich auch noch auffressen. Danny, das war doch nur ein Scherz. Ich habe alles aufgegessen, jetzt kannst du weitermachen. Mann, da brauche ich doch ein kleines Hilfsmittel. Wow, wow, wow. Ich möchte daraus einen gewaltigen Turm bauen. So einen Turm habt ihr noch nie gesehen. Unglaublich. Ich brauche wohl eine Leiter, um weiterzumachen. Yeah, ich bin fertig. Das ist der beste Turm überhaupt. Und ich habe sicher nicht Lust, runterzukommen. Das sieht so toll hier aus. Na, wie du meinst. Sorry, aber wir wollen auch was von deinen Riegeln. Nein, was habt ihr angerichtet? Bloß nicht das, ich falle! Es gab
keinen anderen Ausweg. Wir wollten dringend was probieren. Und wir bereuen nichts. Das war es absolut wert. Yeah. Und die Papiere brauchen wir nicht mehr. Oh, hier bin ich. Irgendwie ist mir schwindelig. Gut, dass ich einen Helm trage. Du bist so witzig.